Heute stelle ich Ihnen die Expertin zum Thema Essen vor. Hanni Rützler präsentiert ihren Food Report 2020 und gibt uns einen tiefen, aber vor allem auch differenzierten Einblick in dieses große und wichtige Thema Essen. Willkommen bei uns im Zukunftsinstitut. Der Wandel der Esskultur ist im Moment wahnsinnig radikal und sehr rasant und sehr differenziert. Und es sind einfach sehr spannende Zeiten und ich meine, ich frage, warum? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass seit der Jahrtausendwende wir eigentlich lernen, mit dem Lebensmittelüberfluss anders umzugehen. Und da kommt eine Generation nach, die das Ernährungsverhalten der eigenen Familie, das eigene Ernährungsverhalten hinterfragt und sich auf die Suche nach Alternativen macht. Und diese neue Freiheit bringt wahnsinnig viel Bewegung hinein. Wie spiegelt sich denn sonst noch der gesellschaftliche Wandel im Essen wider? Um den gesellschaftlichen Wandel zu beschreiben, arbeite ich gerne mit Foodtrends. Und Foodtrends verstehen sich als Antworten auf aktuelle Herausforderungen, Probleme, Sehnsüchte, Wünsche. Und woher kommen die neuen Sehnsüchte? Aus dem Wandel der Gesellschaft. Und da spielen natürlich auch die Megatrends mit hinein. Also wenn man sich jetzt den Wandel der Arbeitswelt anschaut, dann hat es direkte Auswirkungen auf die Esskultur, aber auch das Verständnis von Gesundheit oder Individualisierung oder Konnektivität. Essen ist dahingehend wirklich ein Totalphänomen. Jeder Aspekt hat Einfluss auf unsere Esskultur. Einen gesellschaftlichen Wandel, den ja viele Leute sehr stark verspüren, ist die immer höher werdende Beschleunigung im Leben, vor allem im urbanen Leben. Was bedeutet in dem Zusammenhang der Trend Snackification? Wir kommen aus einer Esskultur, die eigentlich immer geprägt ist von dieser Dreieinigkeit von Frühstück, Mittag und Abend. Und im agrarischen Zeitalter haben diese drei Mahlzeiten die Arbeit strukturiert. Diese Struktur wurde mit der Industrialisierung eigentlich gewerkschaftlich ausverhandelt. Das hat sozusagen die Industrialisierung überlebt. Und in unserem Kulturraum war das Mittagessen immer die Hauptmahlzeit. Aber jetzt mit dem Übergang ins Wissenszeitalter passiert zum ersten Mal ein fast fundamentaler Wandel, dass wir nämlich unsere Mahlzeit der Arbeit anpassen. Das heißt, man hat sehr schön gesehen am Mittagessen, das war bis zur Jahrtausendwende die sozialste Mahlzeit, da kam am ehesten die Familie zusammen, aber ziemlich genau um 2000 ist es Richtung Abend gerutscht. Das heißt, wenn die Familie zusammenkommt, dann war es eher abends und das Mittagessen ist sozusagen jetzt ziemlich unter Zeitdruck geraten und es lösen sich auch diese anderen drei Einigkeiten aus mit Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Und man sieht sehr schön bei der Snackification, dass sich das eigentlich fusioniert. In vielen Berufsgruppen gibt es nur mehr ein Gericht, zum Beispiel ein Bowl oder eine Suppe oder ein Salat. Also das sind dann Gerichte, die sozusagen einerseits als Snack denkbar wären, aber auch zur Mahlzeit werden können. Aber Snackification heißt auch, dass jeder Snack zur Mahlzeit werden kann. Also es wird nochmal neu verhandelt, nicht nur Portionsgröße, sondern auch Ort und Zeit. Und es verändert die Definition von Mahlzeiten. Ein Ort, an dem man ja die Veränderung am Arbeitsmarkt und im Arbeitsleben stark verspürt hat, ist ja in der immer zunehmenderen Urbanisierung. Und wenn die Städte immer vertikaler werden, dann muss unser Essverhalten auch immer vertikaler werden, oder? Vor allem die Lebensmittelproduktion wird immer vertikaler. Die Prognosen sagen 20, 50, 70% der Bevölkerung in den Städten. Wir sehen es jetzt schon in Asien, diese Megacities. Frische Lebensmittel in die Städte zu bekommen, ist ein Transportproblem. Die neueren Konzepte versuchen alle, die Lebensmittelproduktion und die Energieautarkie mitzudenken. Da gibt es viele Synergien. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch in Europa die großen Städte zunehmend versuchen, frische Lebensmittel in der Stadt zu produzieren. Und das sind genau diese neuen Ansätze, die die Städte brauchen, um ressourcenschonend die Frische und die Natürlichkeit in die Stadt zu bekommen. Ist ja auch immer ein Thema gewesen, dass wir eigentlich genug Nahrung für alle produzieren, aber sie nicht sinnvoll verwenden. Und in dem Zusammenhang ist das Thema Umwelt ja auch immer interessanter geworden in Bezug auf Food. Wie siehst du da die Entwicklung auch so zum Thema Plastik? Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimawandel sind natürlich Themen, die uns gesellschaftlich wahnsinnig beschäftigen.
Ich glaube, mit dem Plastik ist zum ersten Mal sichtbar geworden, wie virulent diese Nachhaltigkeitsthemen sind. Vor 3 Jahren haben nicht einmal die NGOs das Thema Plastik auf ihrer Agenda gehabt. Das ist jetzt sehr schnell gewachsen. Auch politisch sind sehr schnell Strategien entstanden. Das heißt, alle sind sich bewusst, dass das Thema extrem wichtig ist. Und ich glaube, die Motivation war vor allem das wachsende Bewusstsein, dass Plastik unendlich lang braucht, um sich selber aufzulösen, wenn es überhaupt möglich ist. Das heißt, wir haben Mikroplastik in der Lebensmittelkette. Das heißt, wir essen eigentlich Teile unseres eigenen Mülls. Und das ist natürlich ein Thema, was Essen ist hochgradig emotionell. Und dieser Gedanke motiviert natürlich ganz schnell nochmal anders drauf zu schauen. Und dann ist es wie ein Kippbild. Plötzlich sehen wir, dass eigentlich unsere Konsumwelt ohne Plastik undenkbar wäre. Und die Antwort kann nicht sein, kein Plastik, sondern die Antwort muss sein, dass wir Plastik uns spezialisieren, dass es leichter wird, Plastik zu recyceln, dass wir auch neue Stoffe brauchen, um Lebensmittel zu transportieren, damit auch die Haltbarkeit und die Hygiene gegeben sind. Also da hängen so viele Themen dran. Das wird keine einfache Lösung geben werden, aber wir brauchen hier wirklich neue Ansätze auf allen Ebenen, um zu lernen, Lebensmittelproduktion und Transport und Zubereitung nachhaltiger zu organisieren. Mich persönlich reizt bei den Foodtrends eigentlich, dass die im Moment so ausdifferenzieren, so radikal werden, so ein wahnsinniges Tempo bekommen. Warum essen die Leute so, wie sie essen? Ich war vor vielen Jahren in den USA und habe tolle Menschen kennengelernt, aber die haben einfach furchtbar gegessen. Und ich habe mir gedacht, wie geht das? Wie geht das zusammen? Wie kann man so miserabel essen? Und das hat mich eigentlich auf den Weg gebracht. Und jetzt beschreibe ich Foodtrends schon einige Jahrzehnte, aber seit 10, 20 Jahren merkt man, es zieht richtig an.